Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir eine Monsterarmee auf unsere Seite gezogen. Nach ewig langer Zeit. Und heute können wir dann endlich mal zum ersten Mal auf den mittleren Rang von Nadiria. Da bin ich schon sehr gespannt, was da für Monster rumlaufen. Aber bevor wir das machen, wir haben noch ein paar Monster im Monsterlexikon abzuhaken. Darunter auch den einen Akteur vom letzten Mal. Und ja, ich würde sagen, damit legen wir einfach als erstes los. Hier seht ihr das ja schon, dass ich ein paar Einträge habe. Ich habe übrigens auch das ein oder andere Bossvieh, also unser Bossvieh, was in den einzelnen Ebenen rund lief, auch als Synthese irgendwie hinbekommen. Also ich müsste sie vom Prinzip her nicht bekämpfen, würde ich aber eventuell irgendwann später für XP machen, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mit den Einträgen los. Über mir ist ein Zeitstempel, wenn ihr die Einträge überspringen wollt. Und wir sehen uns dann jetzt bei dem ersten Eintrag wieder. Hier haben wir die entsetzlichen Untersetzer. Diese grollenden Geschirrstücke sind die Sprünge und Schadenleid, die sie aufgrund der Tollpatschigkeit der Menschen verunzieren. Daher haben sie sich zu Monsterbanden zusammengetan. Wenn du das nächste Mal einen Teller fallen lässt, dann sieh dich vor. Ja, dann sieht euch vor, Leute, ne? Nicht den fetten Teller fallen lassen, sonst habt ihr das da am Hals. Als nächstes der Jagdroboter. Ruchlose Roboter, die entwickelt wurden, um Metallschleime zu jagen. Sie haben ihre flinke und feige Beute satt und hoffen, eines Tages zu Killermaschinen aufgerüstet zu werden. Ja, Metallschleime zu jagen ist aber auch ein Graus. Als nächstes der Knallschirm. Dies ist die monströse Manifestation eines Schirms, der einem extrem talentierten Meuchler gehörte. Er steht seinem vormaligen Besitzer in nichts nach, was die Kunst des Tötens betrifft. So, und hier einen der Minibosse, die man bekämpfen konnte, einfach über die Synthese erreicht. Die rüde Rüstung. Diese verwitterte Rüstung eines Verstorbenen wurde durch einen grässlichen Groll zum Leben erweckt. Die linke Hälfte war dem Regen ausgesetzt und ist daher vom roten Rost bedeckt. Ach, das ist Rost. Ich dachte, das ist einfach nur Farbe. So, als nächstes der Klabautermann. Diese halbhumanoiden Meeresbewohner kommen oft an die Oberfläche, um ihre Kräfte mit anderen zu messen. Sie besuchen dazu auch verschiedene Fischerdörfer, obwohl sie dort nicht willkommen sind. Ja, muss er sich halt mit den Fischern streiten. Na gut. Ich würde dann sagen, als nächstes liest Drem euch die Einträge vor. Viel Spaß, Drem. Oh, direkt einer aus meiner Familie, der Kobold. Die Zukunft der Unterwelt ruht auf den Schultern dieser drei Käsehochs. Sie wollen unbedingt als Erwachsene gelten und versuchen ständig, Zauber zu wirken, für die sie noch nicht groß oder böse genug sind. Eines Tages, mein Kumpel, eines Tages. Als nächstes der Siecherkriecher. Diese mysteriösen Wesen ähneln in keiner anderen natürlichen Art. Sie werden hauptsächlich wegen ihrer Tendenz, Menschen anzugreifen, als Monster angestuft. So, als nächstes haben wir einen meiner treuesten Diener, den Skelettsoldaten. Hüter, die vor ihrer Zeit niedergemetzelt wurden und als Geister wieder auferstanden sind. Wenn ihre Kraft im Kampf schwindet, denkt sie an ihre fernen Heimat und greifen wieder zu den Waffen. So, und als letztes haben wir diese erbärmlichen Wichte, die Zyklotze. Diese schrecklichen Strünke können nicht nur fliegen, sondern sie sogar als gewöhnliche Baumstümpfe tarnen. Ihr Auftauchen hat bei Stumpfpimpfen zu akuter Territorialangst geführt. Na dann, Noah, du bist als Nächster dran. Leg los. Oh, wie süß. Darf ich das essen? Das ist ein Schokospuk. Dieser kakaohaltige Knirps ist herrlich cremig und luftig. Sein Lieblingsstreich ist es, in Rezepten nach und nach alle Zutaten zu ersetzen, bis nur noch Schokolade übrig ist. Als nächstes kommt der Sengstern, sauertöpfische Seesterne, deren bunte Farben im Sommer Leben an den Strand bringen. Obwohl sie die meiste Zeit im Meer verbringen, können sie auf zwei Beinen stehen. Oh, hier kommt ein Kampfgeist. Diese Geister der Toten schliefen in der Erde, bis sie auf der Suche nach neuen Gefährten an die Oberfläche stiegen. Sie versuchen jeden, dem sie begegnen, ins Reich der Verstorbenen zu zerren. Und als letztes für euch heute, die wunderschöne eiserne Lady. Diese verfluchten Puppen, in denen die Seelen einsamer kleiner Mädchen wohnen, streifen auf der unaufhörlichen Suche nach Spielkameraden herum. Das ist ja furchtbar traurig, ich würde sofort mit ihr spielen.
Na ja, Shining, zurück zu dir. So Leute, damit haben wir alle Einträge im Monsterlexikon nachgeholt, die ich jetzt über die Synthese geholt habe. Aber wir haben noch den Akteur vom letzten Mal, den General Kettwin. Einfach alles unbekannt. Ein Diener von Sarganiel, dem Herrscher der Monster von Derestia. Trotz des großen Standesunterschieds verbindet Kettwin und Sarganiel ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis. Ja, er war schon recht strong. Für ihn musste ich ja so extrem hardcore grinden. Das hat übelst viele Stunden gekostet, Leute. Na gut, ich pack mich jetzt wieder aus dem Bild, weil wenn ich jetzt hier aus dem Turm rausgehe, kommt höchstwahrscheinlich eine Sequenz und da packe ich mich generell immer aus dem Bild. I shouldn't pry. But do you really want to leave things that way with Toilin? And what you said about a war against humanity, I just can't fathom. Come to join me, I see. It is I, Percival. Allow me to bid thee a hearty welcome. Now, thou mayst recall, it is my wish to dethrone the ruler of this circle. Barbatos. Yes? But I thought Barbatos was your master. Indeed he is. And not only is he my master, but the man to whom I owe my very life. He was once a great monarch who kept from danger the beloved subjects of his realm. But as the war drew on, he began to change. He lost his faith in men, putting to death any and all he perceived to plot against him. I begged him abandon his newfound mistrust, but my pleas fell upon deaf ears. Then, that fateful day, the pup of Powy Yowie's, slain by our troops, came upon us, seeking revenge. And when I saw him charging at me alone, I realized this boy was me. I was seeing myself from the past, my home up in flames, hurling myself into combat, alone. And I knew I had taken the wrong path. Oh, Percival. I digress. Now, Lord Barbatos is fearsome indeed, but can be weakened by the sunlight of a certain day. Steel Gleam Solstice, as it is known, the day upon which the sun shines brightest in Nadiria. However, Barbatos has a rite performed to mantle the sky with darkness, ensuring it is ne'er to arrive. The monster tasked with performing the rite is Darius the Shade Thrower. I humbly ask thee, lend thy aid to defeat him. Well said! I was right to put my faith in thee. Good sir, set thy gaze over yonder. The rite is performed atop that towering fortress. Let us regroup there. Don't you think? Never mind. I know you'll do what's right in the end. Let's get going. Okay. Mal ganz kurz gucken, hiesige Monster. Oh, ich habe ja ein paar schon offenbar abgeschlossen. Weit mehr als die Hälfte. Guck mal, ein paar sogar durch die Synthese. Das macht's einfacher. Das ist jetzt der mittlere Rang von dem Ort, wo ich diesen Wachturm gestürmt bin.
Die sollen die jetzt heftiger sein. Die Eisvögel davon, die habe ich noch nicht. Holen wir uns doch einen. Und Angriff. Stahlspatz. Okay, ich denke mal nicht, dass das ausreicht, weil ich jetzt gerade hier habe zum Anwerfen, aber probieren kann man ja trotzdem mal. Oh, 54%, doch. Ja, muss ich sie verkloppen. Okay. Ich hätte offenbar fast mit dem ganzen Trupp den nochmal angreifen können. Okay, merke ich mir und greife dann jetzt gleich nochmal einen an. Level 31. Was finden wir hier unten? Einen Spatz. So, zweiter Versuch. Anwerbung. 68%. Stotzi. Hat Wirbelmacher. Oh, ein weiteres Monster auf der Liste. Ich gehe die Einträge von den Viechern hier beim nächsten Mal wenn durch. Ach, guck mal, direkt noch ein neues Monster. Ihr hattet ja jetzt schon mehr als genügend Einträge für heute. Energiestups. Schließlich mal genau, weil ihm nicht funktioniert. Oh. Naja, muss sie nicht unbedingt schwächen. Wäre aber offenbar vorteilhaft gewesen. Kreislim. Kreise und Slima. Er ist ein Stärker. Die Karte hier wird bestimmt genauso kompliziert wie die in davor. Sich zurechtzufinden. Ich finde hier gerade nichts. Hier kann ich rüberklettern. Da sind Schlimmerritter. Ist hier irgendwas? Was ein Vogel, der mir an den Kragen will? Guck mal, da ist ein Gebäude. Bin mal direkt geflohen. Ernsthaft, hier ist nichts drin? Da klettert ich extra hier rein und dann ist hier nichts. Will mich ja auch umschauen. Gut ist ja, ich habe die meisten von denen ja schon, weil ich sie schon über Synthese und so weiter bekommen habe. In der Ecke war aber auch nix. Dieses Tor interessiert mich. Das kann ich doch bestimmt nicht ohne weiteres öffnen. Ja.
Alter, hier war eine Fresskiste drin. Wenn ich gerade dran denke, wie stark ich die mal suchen musste. Na gut, den Kampf, das gebe ich euch trotzdem. Ist ja altbekannt. Ich wollte gerade fragen, ist hier irgendwas drin, aber leider nicht. War eine leere Hütte. Hier ist ein Frühstücksei. Ich habe gerade herausgefunden, dass legen Monster Eier. Falls du auf deinen Abenteuern ein Ei findest, kannst du dich glücklich schätzen. Eier können seltene Monster enthalten. Wenn du eines findest, dann wirf unbedingt einen Blick drauf. Oh, ein Ei. Das war ein Drachenei. Ein Himmelsschlange schlüpft aus dem Ei. Dieses Monster scheint ganz besonders mächtig zu sein. Himrako. Ist nur Rang F. Ganz besonders mächtig. Sehe ich. Naja, wir haben zum ersten Mal ein Ei gefunden. Gehörte er zu den Monstern hier? Nee. Aber schön, dass wir jetzt mal Eier finden können. Von euch habe ich doch bestimmt einen noch nicht. Ich kann hier nicht einfach drüber springen. Nee. Die sind neu. So, erstmal wieder stärken. Einen konnte ich schwächen. Angriff. Okay, der war fast im Eimer. Wir sind, glaube ich, ein bisschen overpowered jetzt für die Ebene hier. Ein bisschen. Ich nenne ihn einfach Bleff. Ich finde den normalen Namen schon richtig cool. Belef. Ist ein cooler Dämonenname. Gut, ansonsten ist hier offenbar nichts. Aber hey, haben ein neues Monster gefunden. Jetzt fehlen hier aus der Gegend nur noch 4 Monster. 3 noch unbekannt und einer offenbar schon mal durch ein Turnier gesehen. Außerdem geben die hier gute Erfahrung, die Viecher. 3000 pro Kampf. Aber ich muss hier auf jeden Fall bei allen Jahreszeiten einmal rumrennen. Fällt mir bestimmt richtig viel. Da drüben ist schon wieder so ein Ei. Das Ding aktiviert sich, meine ich, bei Herbst. Ich muss da vorne hin, da ist noch was, das nur bei dieser Jahreszeit möglich ist. Muss mich beeilen. Ja, hier ist noch das ein oder andere, auch Winter, aber da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Okay, jetzt kommt gleich Jahreszeitenwechsel. Hier kommt auf jeden Fall Dunst. Ich kann da hoch. Dich habe ich 100 pro noch nicht. Bambusbüdel. Okay, interessant. Dann holen wir uns mal einen Bambusbüdel.
Genau, der Falsche hat die Abwehr runter. Fluchtinstinkt? Muss Kai gleich mal heilen. Oh, der ist tot. Okay, der andere hält dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel aus. 74. Hallo, willkommen im Team. Ab 70 ist die Chance, dass die nicht beitreten, sehr gering. Babimte. Ja, die windige Klinge. Das ist nur ein G-Monster? Enttäuschend. Aber es sah cool aus. Und hat den Monstermist gut bewacht. Muss einmal. Heilung mal dringend notwendig. Ja, gibt ja nur den Weg, ne? Das kann ich mich nicht so hart verlaufen wie bei dem niederen Rang. Ei, ich komme. Und diesmal habe ich mich auch aus dem Bild gepackt dafür. Noch eine Himmelsschlange. Der habe ich jetzt keinen Namen gegeben. Die werde ich einfach für irgendeine Synthese nutzen. Zumindest sobald es das Level erreicht hat. Ist hier irgendwas in dem Eck? Nee, ich habe offenbar Zeit verschwendet. Na dann, weiter. Gab ein Level up, aber hab momentan keine der Fähigkeiten, wo es sich lohnt, zu investieren. Warte ich lieber auf Synthese. Okay, ich will offenbar hier hoch. Die Bambus-Dinge, kommen jetzt immer häufiger. Dachte, der wäre ultra selten. Oh, hier ist eine Leiter. Gut, dass ich mich immer umschaue. Habe ich eine Kiste gefunden. Mit drei Ausdauersamen. Die werden erst später wichtig. Die nutze ich erst gegen Ende des Spiels, weil am Anfang lohnen die sich überhaupt nicht. Das war auch schon mal dem vorherigen Dragon Quest Monster, was ich gespielt hatte. So, dass ich das bei dem Viechern so allein schon bei Mitte des Spiels schon überhaupt nicht gelohnt hat. Das hat sich wirklich erst Endgame gelohnt, diese Samen zu verbrauchen. Vor allem die Talentsamen. Vorher lohnen die sich gar nicht. Ah, da will ich offenbar hin. Das ist ein echt langer Weg. Der war fies. Der kam aus einer fiesen Ecke. Am Ende des Ganges ist noch was. Ich spüre es. Ja, da ist was. Oh, Messer. Habe ich dich schon? Ne, den Sichelschlitzer habe ich noch nicht. Energiestups. Wir holen uns jetzt eine Sichel. Oh, der hält nichts aus. Okay. Ich habe schon erwartet, dass der ein bisschen mehr aushält. Ich habe mir... Ich gerade eben verlesen, nicht 3000. Die geben mir so 600 bis 1000 ungefähr. Aber ist trotzdem wesentlich mehr, als ich bei den anderen Ebenen bekommen habe. Ja, hier kann ich momentan nicht durch. Aber an ihm kam ich vorbei. Und zwar mit Leichtigkeit.
Vielleicht finden wir auch so nochmal einen sicheren Schlitzer. Ich muss hier sowieso bei jeder Jahreszeit nochmal durch. Ich wollte gerade sagen, du stehst auch doof. Ich nicht vorbeikomme. Ich glaube, jetzt gerade habe ich nichts, nicht an den hoch zu boosten von. Also klar, hier könnte ich auf jeden Fall besser grinden als vorher. Aber grinden mache ich auch nur, wenn es wirklich nötig ist, Leute. Also ich grinde jetzt nicht durchgehend. Wie ich es bei dem einen Boss jetzt getan habe, dass ich da vorher mich bis auf Level 30 hochgeboostet habe. Das soll eigentlich eher eine Seltenheit sein. Vor allem, weil das Grinding in diesem Spiel zum jetzigen Zeitpunkt ultra lange dauert. Momentan kaum Viecher haben, die wirklich XP geben. Ja, du bist doch wahrscheinlich sowieso wieder eine Himmelsschlange, oder? Ja, ich habe einen Eyebock bekommen. Gut, immer weniger, wo man sie fangen muss, ne? Beziehungsweise anwerben. Und ich habe was, das ich bei der Synthese nutzen kann. Da gehe ich gleich runter, da sehe ich eine Kiste. Und diese Kiste ruft nach mir. Neue Jahreszeit. Ich hoffe, der Schlitzer war jetzt nicht nur Frühling, sondern auch Sommer. Ich sehe gar nichts. Lohnt es sich, da runter zu springen? Ja, da hinten ist eine Kiste. Drei Spezialarzneien kann man immer gebrauchen. Ist eine gute Heilung. Ich würde aber so langsam aber sicher gerne den einen Punkt erreichen. Weil da würde ich dann nämlich auch gerne für heute dann Schluss machen. Aber der Weg ist so irre lang. Ich bin in der Sackgasse gelaufen. Ich bin hier offenbar falsch. Wo will ich denn eigentlich hin? Ach, da vorne. Oh, der Ritter, der da in meiner Liste ist, das ist offenbar der hiesige Mega-Gegner. Also der hier. Ja, den fordere ich nicht heraus. Der tritt mir in den Hintern. Und noch ein Ei. Jetzt werden sie aber langsam langweilig. Alle 5 Meter ein Ei. Also klar, ich kann mir eine Synthese sparen, aber... Ja. Der hätte wenigstens was Interessantes bei rauskommen können. Das erspart mir nur einmal anwerben. Nur dass die dann sogar nochmal schwächer sind. Ah, diese Ventilatoren sind bei der jetzigen Jahreszeit an. Was können wir denn damit abgreifen? Eine Kiste. Mit einer Mini-Medaille. Hat sich gelohnt. Ich kann ja von hier aus sehen, ob sich das andere lohnen würde.
Also hier unten jedenfalls nicht. Aber das heißt ja, probieren geht über studieren. Kann ja sein, dass hier oben was ist. Nope. Den Dunkelschleim, den habe ich schon. Den habe ich über Synthese mir irgendwann geholt. Ja, wenn man den Riesen jetzt wegdenkt, haben wir hier nur drei Viecher noch vor uns zum Sammeln. Die Ebene hier schleppt sich aber. Brauche ewig lang, bis ich hier durch bin. Aber hey, zumindest wesentlich mehr XP. Davor haben sie, glaube ich, in dem besten Bereich, wo ich hin konnte, nur so 500 ungefähr gegeben. Das ist fast das Doppelte. Da bräuchte ich Winter. Genau will ich hier hin. Ach, an ihm vorbei. Er wurde zum Glück blind geboren. Okay, ich scheine jetzt so langsam aber sicher nah an dem Bereich dran zu sein. Da ist noch ein Ei, das hole ich mir eben schnell. Ich kann die Sequenz übrigens nicht überspringen. Und eine weitere Himmelsschlange. Danke für das Synthesematerial. Ich stelle mich mal hier wieder hin und würde sagen, wir gehen einfach beim nächsten Mal weiter. Ich bin jetzt hier ewig lang durchgeschritten und hier ist eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Weg passiert. Also außer, dass ich ein paar neue Gegner bekämpft habe. Ich drücke mal auf Pause, damit nicht weitergeht mit der Jahreszeit. Ja, hab jetzt nichts Besonderes auf dem Weg entdeckt. Nur ein paar neue Monster. Aber ansonsten ist da nicht wirklich was auf dem Weg passiert. Eventuell habe ich da ein bisschen geschnitten. Auf jeden Fall, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann kennt ihr ja den Dreh. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.